Ich weiß nicht, ich hatte letztens diese Frage, ich habe mich mit jemandem unterhalten. Was ist denn von deinem Gefühl so? War früher krasser oder ist jetzt krasser? So vor allen Dingen nur, was die Jugend angeht. Keine Ahnung, das kann ich gar nicht so, weiß ich gar nicht so. Natürlich so, die Sachen, die die heute machen, so, weißt du, so die Kriminellen, die sind schon ein bisschen krasser so, aber so, ja, das ist alles über Internet, mein Internet, du weißt doch, die hängen nicht mehr so viel draußen rum, macht mir der Eindruck. Weißt du so, was ich meine? So mit 18, 19 haben wir immer noch rumgehangen draußen und dann, weißt du auch so. Jetzt so 18-Jährige, weißt du, so sehe ich nicht so viele, so. 15-Jährige, 16-Jährige, ja, so weißt du so, aber wenn die so ein bisschen älter werden, so, keine Ahnung, dann kann ich dir gar nicht sagen. Früher war einfach wilder. Ja. Mit dem Drogenkonsum safe ist wilder, was die jetzt machen und dass die jünger sind und sich krasse, so weiß ich nicht. Wo wir, also vor 20 kannte ich auch nichts was mit Tilidin und sowas. Wir hatten damals so in den 90ern, nein, was hat es aus den 90ern was erzählt? Neukölln erstmal, du weißt doch, das war erstmal so sehr, sehr in Neukölln verbreitet. Ja, die Neuköllner waren die ersten, habe ich auch, aber es war auch Anfang, es war so schon Mitte 2000. Ja, so würde ich sagen. Und dann natürlich ist es über ganz Berlin, so, und dann ist es überall, dann weißt du, so ist es überall. Aber diese Gangfilme, die sind ja nicht mehr so krass präsent. Vor allen Dingen auch nicht, dass es so bezirkabhängig ist, ne? Ja. Und auch nicht diese bedrohliche Situation in diesen langen Schächten, in U-Bahnhöfen, in S-Bahnhöfen, überhaupt in Waggons und so. Guck mal, die Leute haben alle, wir hatten keine Handys, es gab keine privaten Securities, es gab keine Kameras an öffentlichen Stellen. Weißt du, wenn du da irgendwo in einer Sackgasse warst, dann warst du am Arsch, wenn eine Gruppe auf dich zukam, halt, weißt du, so. Ja, natürlich. Finde ich, gibt es diese komplett isolierten Orte, gibt es nicht mehr so. Ja, ich weiß, ja. Oh, guck mal, wer am Start ist. Du siehst den Chat nicht. CJ4000. Ich sag nur, du kennst ihn sehr gut. Auch früher in Schöneberg. Wenn du mit Schöneberg reden, er weiß Bescheid. Ja, okay. Mann. Ja. Grüße ihn auf jeden Fall. Oder so, er sieht mich ja. Grüße. Er schreibt, was sehe ich denn hier? Er hört nicht, aber CJ, schreib du mal rein, was so in kurzen Sätzen, also in ein, zwei Sätzen, ja, Schöneberg der 90er Jahre. Was sagst du dazu? Das ist gerade, was wir besprochen haben. Ich war noch ein bisschen auf Ding. Hier Berlin war auch so ein bisschen so, du weißt, Kallas Makallas, so, das hat sehr viel auch bei Berlin geprägt, so mit den ganzen. Weißt du, so, ja, so, und daher kamen dann diese Dings, alles 36 und Black Panther, Araber Boys. Ein bisschen so, Warriors, würde ich sagen, hat den Grundstein gelegt, so, aber diese ganze Dings so. Aber 36, das haben eigentlich, glaube ich, angefangen. Die hatten die ersten, 36 war, glaube ich, die ersten, oder? Die erste so Gang haben so. Shimshack Land, würde ich sagen, noch die Generation davor. Ja. Aber ja, aus denen sind dann 36 das, halt. Das waren noch die Kreuzberger, das waren noch nur die älteren. Ja, nee. Oder danach ja, 36, oder? Safe die Kreuzberger, safe. Und Dings war noch ein paar, oder was du gerade gesagt hast, wie Warriors? Der Film, der ist ja 79, der Film ist ja ganz alt. Mit Tunj meinst du noch, Tunjay? Ach so, ja, Rest in Peace. Ja, Rest in Peace, auf jeden Fall Rest in Peace. Ja, das war, die waren Fighters halt, ne, im Norden halt. Ne? Die Fighters, haben, genau, okay, gut, ich habe jetzt sogar verwechselt, der Fighters auf jeden Fall. Genau, so rein genau. Schamweber. Ja, die großen, die Dings.